Hey Leute und willkommen zurück zu Biomutant. Wir haben in der letzten Folge den Pummelschnauber, Schnauber, ich habe es schon direkt wieder vergessen, besiegt, den zweiten Weltenfresser. Das heißt, wir müssen jetzt zu Steinalt zurückkehren. Und das machen wir doch direkt. Wir haben eigentlich auch unser Wassergefährt. Können wir das rufen? Können wir das hier herrufen? Achso, nee, wir wollten den. Und nicht unsere. Obwohl, naja, egal. Nehmen wir einfach die Es ist Ziege. zum Reiten da und kein Freund. Ziege, du schaffst das. So. Steinalt ist da hinten scheinbar. Oh. Ist sie schneller geworden, unsere Ziege? Oh, fast ein Körper in den Stein. Warte mal, ist das wieder unten drin? Aus dem Plastikrahmen da ließe sich sicher was Feines herstellen. Schauen wir Das mal. könnte noch praktisch sein. Steinalt, ist der da unten? Müssen wir da rein in dieses. Wo ist das denn? Da kommen wir ja nicht hoch. Kommen wir da drüben irgendwie über die Straße rein? Na, schauen wir mal. So, Sneagle, lauf. Kehre zu Steinalt zurück. Der große Plan. Ja, ich glaube, als nächstes kommt der. Was war denn das? Nordöstlicher oder so? Oder hatten wir den nordöstlichen gerade? Und dann kommt jetzt der Nord. Westliche oder nördliche, ich weiß gar nicht mehr genau. Es ist schon ein bisschen zu lange her, als dass ich mich noch sinnvoll gut erinnern könnte. So. Mal sehen. Haben wir da schon dran gepinkelt? Scheinbar. Du. Dann geht's hier rein. Ah ja, doch, das hier unten hätten wir auch. Schwimmen können mit dem Glibbergleiter irgendwo lang. So. Links hier rein. Ah, hier, okay. Sneege, komm mit. Bestimme dein Schicksal. So. Oh, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Steinalt sagt, die Zeit ist gekommen, um mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Tamuk Gabamuk Tab. Lupa Lupin hält sich immer noch in dem Lager auf, in dem er aufgewachsen ist. Er hofft, dass du dort deine Antworten finden wirst. Das hoffe ich Tamuk Gabamuk Tab. Das Dunkel ist zwar Teil deines Wesens, doch du solltest einen kühlen Kopf bewahren, da sich der beste Kämpfer nie vom Zorn hinreißen lässt. Er wird dir den richtigen Weg weisen, doch der Rest liegt an dir. Diesen Teil der Reise musst du alleine zurücklegen. Das schaffen Lupa wir doch. Lupins Lager war immer schon da, direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Dann machen wir uns wohl mal auf den Weg. Steinalt hofft, dass du dort deine Antworten und deinen zukünftigen Weg finden wirst. Er weiß, dass er sich wiederholt. Doch die Zeit ist gekommen, der Schreckensherrschaft von Lupin ein Ende zu setzen. Das machen wir doch. Ach, so direkt hier? Oh. Du solltest dich dorthin begeben und dem Schicksal Die ins Auge blicken. Du wirst Lupin gegenübertreten, in einem Kampf ohne Regeln. Er hilft immer gerne. Zeit für mich zu gehen, würde ich sagen. Versteht, dass du beschäftigt bist. Beschäftigt? Ich mach doch deinen Auftrag. Sneege, du hast uns ein bisschen unterbrochen hier so. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zu Lupa Lupin. Erstmal wieder hier hoch, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh. Okay.
Könnte so. Sich dieses Ding selbst steuern? Das wäre ziemlich cool, wenn es das könnte, aber ich glaube, das kann es nicht. Oh. Nicht runterfallen. Oh Gott, bitte nicht wieder runterfallen. Okay, wir gucken gleich mal. Wir haben eine neue Stufe erreicht. Wir müssen scheinbar gleich gegen Lupalupin kämpfen. Ich würde vielleicht gleich nochmal ganz kurz schauen. Oh. Soll das schwarz werden? Ja. Lupalupins Lager war immer schon da. Direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Aber, was ich vielleicht schon mal sagen kann, mir ist aufgefallen, dass sie durch die ganzen Updates die Wartezeiten tatsächlich deutlich verkürzt haben in den ganzen Gesprächen und sowas, was es auf jeden Fall schon mal wesentlich angenehmer macht, finde ich. Das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, schon in den letzten Aufnahmen sozusagen haben sie da schon mit den Updates was dran gemacht. Finde ich sehr gut, da scheinen sicherlich einige so ein bisschen... Sei hier lieber vorsichtig, das ist Lupalupins Lager. Aufgefallen, dass es dann doch irgendwie sehr lang wirkt. Also, das finde ich sehr gut. So, was machen wir denn mal? Vitalität ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil wir irgendwie immer wieder sterben. Wobei Stärke auch nicht verkehrt wäre. Ah, wir nehmen Vitalität. Gute Gesundheit. Ja, gute Gesundheit ist immer gut. Was haben wir hier sonst noch so? Wung Fu, Bio-Punkte, Psi-Punkte. Ich glaube, da können wir noch nicht so richtig viel mit machen. Charmeur, Chancen, bla bla bla, Panzerung. Ja, naja, wir lassen das, glaube ich, erstmal. Oder Aura könnten wir vielleicht nochmal schauen. Ja, da sind wir mehr hell als dunkel. Mutation. Biogenetik. Ja, das können wir uns nicht leisten. Ausrüstung könnten wir vielleicht gerade nochmal schauen, bevor wir da reingehen. Wir haben neue Beine scheinbar, die schlechter sind. Die wir natürlich nicht... nutzen werden. Neuen Kopf. Welcher ist denn neu? Der, ja, das sieht schon so aus, als wäre der schlechter. Sieht aber lustig aus. Also manche von diesen Köpfen sehen echt cool aus. Da haben sie sich auf jeden Fall was überlegt. So, Rücken. Haben wir immer noch nichts für Rücken? Das ist sehr schade. Inventar, was haben wir Neues bekommen? Bisschen was. Ja, gut, dass wir das haben, weil ich sterbe nämlich ständig. Oder ab und zu mal. Sagen wir nicht ständig, das klingt so. als wäre ich irgendwie... Ja. Was haben wir da noch? Eine Waffe? Nur ein Waffenteil? Aufsatzmodifikation. Das müssten wir eigentlich auch mal machen, aber irgendwie habe ich mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Ja. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal hier so bestehen, wie es ist. Wobei mich diese Sternchen irgendwie nerven. Was haben wir jetzt noch hier angeguckt hier? Haben wir doch alles angeguckt. Keine Ahnung. Naja, egal. So, dann gehen wir doch mal rein zu Lupalupin. Zu seinem Lager. Mal schauen, was er uns sagt. Ob er nett ist oder nicht so. Wahrscheinlich nicht so. Ja, er sieht ein bisschen grumpy aus. Oh, was hat er da? Wen hat er da? Oh! Tötet er da gerade eine Zniege oder sowas? Wie fies. Oh! Was stimmt denn mit ihm nicht? Sieht eher aus wie ein Znebra. Lupalupin sagt, er hat lange auf diesen Moment gewartet. Er wollte, dass du hierher kommst und selber siehst, wo alles begonnen hat. Das war ja früher. Er war noch so klein, als deine Mamu mit ihrer Sippe herkam, um seine Mamu umzubringen. Nur weil sie anders war. Eine Jägerin. In dieser Nacht wurde aus der Jägerin die Gejagte. Gefangen, ohne einen Ausweg. Deine Mamu zeigte keine Gnade, bloß Rachsucht. Er kann sehen, dass du nicht wie deine Mamu bist. Etwas an dir ist anders. Vielleicht hättest du eine bessere Entscheidung getroffen und sie in Ruhe gelassen. Auch ein bisschen sie haben ihn zum Waisen gemacht, ihn zurückgelassen. So wurde er ein Außenseiter, ein Sonderling. Seit jener Nacht erlebt er diesen Moment immer wieder. Ja, das ist auch fies. Also ich weiß ja nicht mehr so genau, was davor passiert ist. Er sagt, deine Mamu und ihre Anhänger haben etwas begonnen, das nicht ungeschehen gemacht werden kann. Sie haben das Monster geschaffen, zu dem er geworden ist.
Er wusste, dass seine Zeit kommt und war geduldig. Er war geduldig und als er von deiner Geburt erfuhr, war ihm klar, wie er anhaltende Rache üben konnte. Aus diesem Grund hat er dich in jener Nacht verschont, als er das Dorf auslöschte und du noch ein Kindling warst. Er wollte, dass du ein Leben lang leidest, so wie er. Ja, Rache ist schon echt. Darum hat er dich für dein Leben gezeichnet, damit er dich wiedererkennt und du dich irgendwann daran erinnerst, woher du gekommen bist. Über die Jahre wurde sein Hunger unstillbar. Er hat zu Anfang versucht, Vegetarier zu sein, doch es lag nicht in seinem Wesen und verhungern wollte er nicht. Doch er hat nie aus reinem Appetit ein Leben genommen. Es ging immer ums Überleben. Das wahre Ich ist das zu sein, was einen ausmacht. Wenn du tief in dein Wesen blickst, wirst du alles besser verstehen. Die natürliche Auslese tötet die Schwächsten und die Stärksten überleben. Schicksal ist etwas für die, die zu schwach sind, ihre eigene Bestimmung zu finden. Die Zeit ist gekommen, um dein Schicksal anzunehmen. Eigentlich ziemlich, naja, ich will nicht sagen weise, aber... wir können doch hier diese... Oh, jetzt habe ich seine Hütte kaputt gemacht. Das war nicht so nett von mir. Ich bin doch weggecharged. Und wenn wir dann noch das können wir noch... Okay, oder wir können es auch nicht... Oh, das war der falsche Knopf tatsächlich. Das war mein Fail sozusagen. Okay, aber das geht auf jeden Fall schon mal besser als mit diesem Glibbergleiter. Wir sind doch schon weggecharged. Ich finde es auf jeden Fall super, dass meine kleine... Ey, Heuschrecke. Da auch mit angreift. Oh. Jetzt ist er böse. Was hat er da? Boah, wie fies. Greift er mich jetzt mit einer Keule an? Was stimmt denn nicht mit ihm? Weggecharged. Warum bin ich überhaupt schon wieder fast tot? Energie ist voll. Ach so, das ist für Energie. Okay, ja, das heißt, wir haben jetzt überhaupt nichts mehr. Oh. Zum Heilen? Warum nicht? Wow, okay. Das wird ein bisschen mies, schätze ich mal. Aber wir haben noch so viele, habe ich doch gesehen, diese ganzen Pflastergeschichten da. Haben wir das noch? Inventar? Komm, wie kommen wir denn jetzt ins Inventar? Gar nicht. Tab. Ausrüstung. Oh nein, Inventar, da wollten wir hin. Verbrauchsgegenstände. Können wir das T als Favoriten markieren? Das können wir doch mal hier hinpacken. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch hier noch genug als Favoriten markieren. Als Favorit markieren. Das ist winzig klein, aber das nehmen wir auch mal mit. Okay, sehr schön. Ja, dann können wir nämlich hier mal ganz kurz... Welch Erleichterung. Das war doch schon... Ja, manchmal ist es so Zeitlupe, aber manchmal drücke ich und dann nimmt es auch nicht an. Also wahrscheinlich hört ihr ja mehr denn je, dass ich drücke, aber da check ich manchmal nicht so ganz, was ich falsch mache.
Oh. Lauf. Okay, da hängen wir gerade fest. Und wir machen mal noch Alt. Jetzt müssen wir eigentlich hier hin. Ich weiß nicht, ob das so richtig... Oh. So, und gleich haben wir das zweite Drittel geschafft. Oh, okay. Und er hat uns nochmal gehittet. Ey! Drückt ab doch! Hallo. Lauf weiter. Treffe ich ihn die ganze Zeit nicht? Oder bin ich zu weit weg? Ich treffe ihn nicht, ja? Okay. Zweites Drittel. Jetzt ist er böse. Jetzt ist er richtig böse. Mit unserem Punsch. Boah. Entenkopf. Das sind aber große Nägel. Ich nehme noch mal ganz kurz das hier. Okay, also er ist auf jeden Fall jetzt richtig gut. Mit dem Nahkampf lasse ich, glaube ich, lieber komplett. Ein bisschen zu risky. Aber wir kommen verwunderlicherweise, ich bin selbst verwundert, noch relativ gut zurecht, möchte ich mal sagen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ja noch rechte Maustaste. Wow. Das ist irgendwie ungünstig mit dem Mausrad zusammen, möchte ich mal sagen. Doch! Also manchmal ist das wirklich ein bisschen hakelig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dann zu viele Sachen gleichzeitig mache, so wie angreifen, laufen und chargen, dass das manchmal nicht klappt. Kann ich nicht genau sagen. Okay, da waren wir so weit weg, glaube ich. Charge! Du hast schon bessere Tage gesehen. Danke. Nicht so charmant auf einmal. Ist er jetzt über mich rübergesprungen? Ja, wir sind auf jeden Fall wendiger als er. Schneider. Was war das? Ach, das ist der Baum? Hilft uns der Baum? Das tut mir ja eigentlich ein bisschen leid, aber wo kann er einen kaputt machen, also? Weiß ich nicht, ob wir ihn retten können. Oder wird er jetzt, keine Ahnung, zum Baum zurückkehren oder so? Damit es wenigstens ein bisschen netter wird, oder ist er jetzt schon tot? Die alte Jünglingswache. Die Stämme brauchen jemanden, der sie eint. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid für ihn. Seine Mama zu töten war sicherlich auch nicht gerade der beste Weg. Jünglingswaffe zurückgewonnen. Yay! Schätze ich. Das ist was Cooles. Kehre zu Steinalt zurück. Okay. Ja. Gibt es den Weg rein? Können wir da reingehen? Können wir das hier mit dieser... Wir haben doch diese Waffe. Das da? Nee, das klappt nicht. Okay.
Was hatten wir denn nochmal für eine Waffe? Diese da, ne? Ja, genau, dieses Paddel-Ding hier. Okay. So, Zniege. Warum kann ich die Zniege hier nicht herrufen? Ach, sie steht da vorne. Ja, dann laufen wir doch mal schnell zu ihr. Bist du überhaupt meine Zniege? Oder bist du noch eine böse Zniege? Nee, du bist die richtige Zniege. Okay, Zniege, auf geht's. Ab zu Steinalt. Ich glaube, linksrum war... Oder ist es rechtsrum kürzer? Naja, probieren wir mal. Lupa Lupins Lager. Ja, da waren wir gerade. Tut mir echt leid für ihn. Irgendwie ist das jetzt nicht so richtig happy-endig ausgegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Wenn man natürlich zugucken muss, wie Mama von einer anderen Mama getötet wird, ist schon, das ist schon heavy. Vor allem, wenn man noch so klein ist und dann ganz auf sich allein gestellt ist. So, wo geht's hier rein? Wo geht's hier rein? Wäre doch andersrum kürzer gewesen, glaube ich. Lauf, lauf! Sniege, lauf! Da ist noch ein Plastikturm. Aber den lassen wir mal kurz. Ja, andersrum wäre definitiv kürzer gewesen. Wir laufen hier schon echt irgendwie viel im Kreis und viel weiter weg. Okay. Nächstes Mal wissen wir es, aber nochmal zum Lupalupi müssen wir wahrscheinlich nicht. Also, ja. Pass auf, wo du das Reittier anpackst. Das mag mich nicht. Wir sind Best Buddies. Das kann ich anfassen, wo ich will, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen missverständlich klingt, aber so war es nicht gemeint. Ich will nur sagen, wir sind super gute Freunde. Oh, das haben wir schon gemacht. Okay. Okay, Zniege. So, auf zu Steinalt. Steinalt, wir kommen mit unserer Jünglingswaffe. So. Oh, oh, fast die Kurve nicht gekriegt. Diesmal gehen wir hier mal rechts rum. Vielleicht ist das kürzer. Ja, das ist auf jeden Fall kürzer. Wir lassen die Zniege diesmal draußen, damit sie vielleicht nicht die Gespräche unterbricht. Steinalt hat gehört, dass du recht beschäftigt warst. Naja, dein Auftrag. Er weiß deine bisherigen Taten zu schätzen. Doch leider erfordert seine Freundin Noko im Osten dringend deine Aufmerksamkeit. Steinalt sagt, er ist sich über deine Absichten nicht im Klaren, hofft jedoch, dass du Noko unterstützt. Die denken auch immer alle, wir sind voll Asi und helfen dir den richtigen Weg weisen. Doch Noko zu finden und sie mit allem Nötigen zu versorgen, liegt ganz bei dir. Das kriegen wir hin. Sind da, habe ich gerade erst gesehen, sind da Baby-Yodas im Hintergrund? Das klingt nicht gut. Steinalt hatte recht. Der Hufschnauber muss gestoppt werden. Hufschnauber? Ist das der dritte Weltenpresser? Das sieht aus wie Mini-Yodas da hinten. Steinalt sagt, Noko ist besorgt, weil der Weltenfresser im Osten immer mehr Unheil anrichtet. Er erklärt, dass Noko über ein legendäres Reittier verfügt, mit dem sie gegen den Weltenfresser ziehen will. Doch sie benötigt deine Hilfe bei der Vorbereitung. Na, das machen wir doch. Noko. Er ist ein Stück weg, wenn ich das richtig sehe, aber wir haben ja die Zniege. Vor, dass du so schnell wie möglich nach Osten aufbrechen solltest, um Unterstützung zu leisten. Er hilft immer gerne. Okay, dann kann ich wohl nicht bleiben. Hat selbst auch noch genug zu tun. Ja. Okay, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge mal. Zniegenfeldschneiderin. Wie wir am schnellsten zu Noko kommen. Und dann würde ich sagen, helfen wir doch Noko bei, was auch immer sie unsere Hilfe braucht. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Dieses Ding hat einen eigenen Willen. Ciao, ciao.